Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Take 2. Ich habe vorher leider vergessen, Fraps aufzudrehen. Also, letztes Mal wollten wir eh schon sowieso zum Unterwasserreaktor in Yuman, bevor wir dann unseren Chocobo zu züchten begonnen haben. Und das werden wir jetzt wirklich auch machen, also nach Yuman gehen. Als Party habe ich diesmal Tifa und Vincent mit. Und wir gehen einfach rein nach Yuman, so wie wir das letztes Mal auch gemacht haben. Wir brauchen das Delfinspiel dieses Mal allerdings nicht machen, sondern wir gehen einfach da geradeaus zu dem Typen vor der Metallwand. Bestechen den mit 10 Gildern, können wir einfach den Aufzug benutzen und rauffahren. Es ist mir schleierhaft, warum das erste Mal nicht so einfach gegangen ist. Aber macht ja nichts. Ich wollte ja nicht seit letztes Mal auch in Battle Square einige Schlachten kämpfen und mir einen Meistergürtel und den Omnischlag, also Cloud Level 4 Limit holen. Das ist sich diese Woche allerdings leider nicht ausgegangen. Das heißt, vielleicht sehen wir das dann irgendwann unter der Woche oder nächste Woche. Keine Ahnung. Omnislash kommt auf jeden Fall. So, hier, das kennen wir schon. Einfach links rausgehen. Zu der Strandpromenade von Yunon. Und dann dorthin, wo der komische Aufzug fährt, also der Schrägaufzug, in den Rufus eingestiegen ist. Wir werden dann sehen, was dort genau passiert. Aber vorher noch, ja, warum bleiben wir jetzt stehen? Mir fehlt nichts, aber ich glaube, dem Bild fehlt etwas. War da nicht normalerweise in der Ansicht etwas riesengroßes im Bild, im Hintergrund? Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Für die, die es noch nicht wissen, wir sehen später noch. So, hier trainieren einige Wachen. Die werden wir auch prompt erledigen, glaube ich. Ja, laden und... und sie hauen ab. Ah, das ist lustig. Also, brauchen wir sie nicht erledigen, sie erledigen sich quasi selbst. Da gibt's diese Tür zum Aufzug, da einfach reingehen, die war vorher noch nicht benutzbar. Da gibt's natürlich jetzt den ersten Kampf gegen, ja, gegen zwei Wachen. Ich habe übrigens Vincents Level 4 Limit, Level 3 Limit aufgeladen und ich plane es auch herzuzeigen. Allerdings erst beim Boss. Ich hoffe, wir kommen da heute noch hin. Diesen Hund könnten wir übrigens wegmachen, allerdings könnten wir dann, glaube ich, die eine Unterwassersubstanz hier nicht bekommen. Also ich schaue das nochmal genau nach dem Guide. Es ist nichts Wichtiges hinter dem Eingang, wo der Hund steht, also keine Sorge, man verpasst nichts. Übrigens ein guter Tipp ist auch, Vincent nicht nur Todesschlag und Zusatzschlag zu geben, sondern auch, was ist, Zusatzeffekt und Beinhalten. Beinhalten hat, wenn man es mit Zusatzeffekt paart, die gute Angewohnheit, dass es Gegner versteinert, einschläft oder so lauter tolle Statusveränderungen hinzufügt. Hier hat die Katze wieder tolle Sachen runter vom Tisch. Auf jeden Fall geht es weiter runter den Reaktor. Ja, und dadurch, dass Vincent sowieso größtenteils mit seinem normalen Angriff und eben Todesschlag angreifen wird, hatte die höchsten Chancen, hier die Statusveränderungen anzubringen. So, da im Hintergrund geht's weiter. Diesen Gang sollten wir uns merken, wir kommen nachher dann irgendwann nochmal her. Auf jeden Fall kommen da bestimmte Gegner, von denen man etwas morphen kann. Wenn ihr wisst, was ich meine. Dadurch, dass hier Gott sei Dank jetzt keine Gegner kommen, heben wir uns das für später auf. So können wir heute vielleicht nochmal den Knopf hier drücken. Ah, ja. Irgendwo hier, ja. Das ist nämlich noch ein Aufzug, der noch weiter hinunterfährt. Wir sind nämlich jetzt schon im Unterwasserreaktor. Und wenn wir hier rausgehen... ...sind wir dort, wo wir hinwollen. Und zwar bei einem U-Boot-Dock. So, hier das U-Boot-Dock.
dem roten U-Boot und einem Kran oder was auch immer das sein soll. Also die langen Gänge hier sind leider notwendig, also man kommt hier nicht herum, drumherum hier etwas durchzulaufen. Der Speicherpunkt ist übrigens wichtig, den sollte man unbedingt verwenden. Ja, da kommen wieder Wachen. So, ich habe mich noch kurz geheilt. Nebenbei, weil ich gerade doch etwas angeschlagen war. Dann geht's weiter zu den nächsten Wachen. Die sind übrigens alle nicht ganz so schwer. Das sind zwei so braune Typen, von denen man, wenn man will, den Shinra Alpha Panzer stehlen kann. Also genauso wie Shinra Beta im Shinra Turm könnten wir hier Shinra Alpha stehlen. Dadurch, dass ich aber eigentlich genug Panzerung habe für die Sachen, die ich eigentlich machen will, also mit dem Adamantium-Panzer und mit dem Kriegsreif, Kriegerreif, das ist eigentlich alles genug. Brauche ich die nicht stehlen, deswegen konnte ich hier einfach vorbeilaufen. Und hier haben wir die nächste große Substanz. Ich glaube, die ist rot. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird die gerade aus dem Reaktor geholt und sie laden sie gerade auf das U-Boot. Also. So, weiter geht's. Und zwar gleich hier weiter. Bevor man hier die Tür durchgeht, sollte man sich gut geheilt haben. Also gut aufgeheilt und alles in Ordnung gebracht haben. Denn jetzt wird erstens einmal die große Substanz aufs U-Boot verladen. Und dann gibt es einen Bosskampf. Glaube ich zumindest. Na, ich bin mir ziemlich sicher. Da dauert das wieder elends lang hier. Ja, uninteressant. Ja. Und das hier ist Reno. Ja, genau. Reno von den Turks. Und er fragt sich, was wir hier machen. Wir wollen natürlich die große Substanz. Es ist immer lustig, je nachdem, wen man als Partymitglieder mit hat, sagen die jeweils was anderes. Und ich weiß nicht genau, was Vincents Aussage hier mit "ich weigere mich" genau meint. Keine Ahnung. Ja, Reno hat keine Zeit, sich mit uns zu beschäftigen. Oh oh. Dieser tolle Verladeroboter kraxelt hierher. Und die große Substanz ist vorrang. Ja, und nachdem wir jetzt nicht mehr genug Zeit haben, diesen Verladeroboter ordentlich herzuzeigen, sehen wir den Kampf gegen ihn nächstes Mal, wenn es so heißt, Let's Play Final Fantasy 7. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.